Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, Jack und das Königreich der Lüfte. Und ich habe jetzt mal das Rätsel in dieser neuen Aufnahme einfach mal direkt ein bisschen vorgeschoben, weil es hat ja doch eine ganze Weile gedauert. Und dusselig wie ich bin, merke ich auch immer, dass diese pinken Dinger hier am Rand sind. Und ja, das ist natürlich eine Hilfe, dass man weiß, wo die blöden Rohre anfangen. Und ich beende das jetzt. Oh mein Gott, endlich. Es hat lange genug gedauert. Das hatten wir ja schon erledigt. Jedenfalls sollten wir das erledigt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das nochmal machen müssen. Warum muss man das jetzt nochmal machen? Ich meine, wir haben es doch schon gemacht. Ja, das wird doch schon wieder nichts. Ja, das wird nicht. Das muss ich, glaube ich, nochmal machen. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja auch noch andere tolle Rätsel. Wähle einen Stern aus, um ihn zum Leuchten zu bringen. Jeder ausgewählte Stern beeinflusst seine Nachbarsterne. Und dann fange ich jetzt einfach an. Und die müssen alle leuchten, ne? Aber immer der Nachbarstern oder auch andere, weil jetzt fängt der hinten da auch an zu leuchten. Das sind schon wieder so alle möglichen Sterne. Kommt, ihr sollt alle leuchten. Ihr doofen Sterne. Also wenn ich den hier drücke, dann leuchten ja die alle. Dann hört der aber auf. Der hört dann auf. Okay. Und der bringt die zum Leuchten. Aha. Na also. Aber eher so per Zufall irgendwie. Nicht so, weil ich mir das alles gemerkt habe. So. Runde irgendwas. Och nö, ne? Guck mal, das habe ich ja jetzt schon fertig gemacht. Jetzt muss ich das nochmal machen, oder wie? Hm? Noch eins mit rühren? Ach, das ist ja immer die Nachbarseite, ne? Ach, deswegen muss ich das nochmal machen. Hm, okay. Weil die andere Seite muss halt auch leuchten. Ja. Ich darf halt nicht so, dass das in den Ecken übrig bleibt. Das ist immer das Ding. Ja, aber das geht auch irgendwie nicht. Na also, ging ja eigentlich. So, was fehlt denn jetzt noch? Hier kann ich nichts machen. Die leuchten auch. Hm. Wähle die Knöpfe aus und so, ja. Ach so, ja, hier muss ich noch machen. Okay, ich bin jetzt nur nach rechts gegangen. Ist ja ein Würfel. Kann ich jetzt einfach drücken. Oh. Hier muss ich noch was tun. Dass das irgendwie passt mit den Wolken. Okay. Yay. Ja. Alles durch? Alles geschafft? Ja. Thank you, Detective. You saved us all. Emma, the King wanted you to live. He wanted you to be happy. Fünf Tage später.
The Sky Kingdom was destroyed by the great power of the Bolide Shard. With the trusty aircraft, Jack, Emma, and the detective were able to escape unscathed. The king was reunited with his family, with the realization of what true happiness meant. And Jack and Emma rediscovered a treasure worth more than gold. Love. Thanks to the great fairy tale detective, the world was safe once again. Until the next time. Ha, und das war es auch schon wieder mit Dark Parables. Ja, das war doch sehr kurzweilig und trotzdem wieder sehr schön. Ich mag die Dark Parables-Spiele weiterhin, wobei ich diesmal sagen muss, dass es manchmal von der Story etwas verwirrend war. Also wenn man dann zu viel irgendwie versucht rauszuholen, finde ich, also zu viel miteinander verbindet und der hat noch eine Bedeutung, das hat eine Bedeutung, dann blicke ich da manchmal tatsächlich nicht mehr durch. Dann denke ich immer so zwischendurch, okay, geht's jetzt um die Söhne? Geht's um den König? Geht's jetzt um Emma? Also Emma hatte jetzt eine Bedeutung, gehörte da irgendwie mit dazu zu dem Königreich der Lüfte, kam ja aber eigentlich vom Rotkäppchenorden und das war ja dann wohl aber nicht ihre Familie oder so. Und dann dieser Fluch und dann der Meteoritensplitter und dann war der König ja auch noch irgendwie böse und dann war er später doch gut und dann hatte er drei Söhne und die konnten auch noch irgendwelche alle Fähigkeiten und sich verwandeln und was weiß ich. Und Jack, der halt für mich so als Protagonist, sag ich mal, bis auf unseren Detective so, ja, da wusste man einfach, er ist einfach der Held und hat einen Fehler gemacht, weil er da seine Emma und alle da oben gelassen hat im Königreich der Lüfte, aber er will halt denen einfach nur helfen und weiß halt nicht, dass er da was falsch gemacht hat, aber da hat man wenigstens noch so durchgeblickt. Das war für mich ein bisschen verwirrend. Falls jemand von euch das nochmal erläutern möchte, habe ich nichts dagegen. Vielleicht verstehe ich es ja dann im Nachhinein irgendwie besser. Aber es ist halt so ein bisschen überladen von der Story auch gewesen, sodass man, wie gesagt, den Zusammenhang manchmal nochmal verstehen wollte. Also so ging es mir jedenfalls. Ich habe dann nochmal hinterher auch immer in den Parabeln reingeguckt, um das nochmal nachzulesen und zu verstehen. Geht es jetzt, wie gesagt, um Rumpelstilzchen? Um was geht's hier eigentlich? Es gab ja wieder mehr oder weniger ein Happy End. Lebt jetzt der Vater eigentlich, also der König? Der, weiß ich nicht, ist es jetzt Emmas Vater? Keine Ahnung. Ja, danke fürs Spielen. Danke fürs Zuschauen und ja, irgendwie war es doch sehr kurz und ich freue mich aber trotzdem auf den nächsten Dark Parables Teil. Ich mag die Spiele, wie gesagt, sehr gerne und ja, aber den Teil fand ich jetzt im Gegensatz zu den anderen nicht unbedingt den besten, muss ich sagen. Vielleicht liegt es daran, dass es diesmal auch nicht die Sammler-Edition war. Normalerweise würde ja jetzt noch ein Bonus-Kapitel folgen. Ah, wieder die Vorschau für den nächsten Teil. Ich bin leise. Abenteuer geht weiter. Yay! Und darauf freue ich mich mega doll, dass der nächste Teil dann der Rapunzels Gesang wird mit Rapunzel, weil wir haben ja in dem Teil jetzt hier den Turm gesehen mit Rapunzel und darauf freue ich mich viel, viel mehr und ich hoffe, dass der Teil dann mich wieder voll rumreißen wird und mich in den Bann ziehen wird. Ja, wäre schade, wenn es jetzt weiter so ein bisschen abebbt. Für mich, wie gesagt, ein gutes Spiel, aber ein kurzweiliges Spiel. Und ja, hinterlasst mir noch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Weekend Game oder in den anderen Spielen. Danke fürs Zuschauen und bis dann!